ne? Geschichte des Lebens, gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Buschka entdeckt Deutschland. Hier ist das Christmas Wonderland von Familie Wehmeier. Und hier ist exklusiv für Sie, Frau Wehmeier. Sagen Sie mir nochmal, was ist das denn für ein schönes Szenario, was Sie sich da aufbauen? Tja, wir finden das einfach schön. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. So viel Aufwand? Ja klar, logisch. Ist für die Kids. Und selber finden wir natürlich total irre. Was ist denn so toll an Weihnachten? Aber ja genau, was ist das Tolle an Weihnachten? Ja, köstlich sowieso. Was soll ich dazu noch sagen? Ist einfach, die Fans freuen sich wie jedes Jahr auf die Geschenke, ob groß oder klein. Ich natürlich selber auch. Können Sie denn ein Weihnachtslied? Nein. Man kann nämlich keine Weihnachtslieder mehr. Ich frage mal Ihren Mann, ist das Ihr Mann? Ja, mein zukünftiger Mann ist es. Oh, da ist ja. Ich kann aber Herr Wehmeier schon sagen. Ja. Herr Wehmeier, Sie sind jetzt hier gerade noch am Aufbauen. Ja. Wie viel Arbeit ist das denn wohl noch? Ja, das dauert jetzt noch so 10 Minuten, Viertelstunde. Ich muss noch ein paar Tannenzweige hier machen. Ich mache das schön für meine Familie hier, dass die sich immer so schön freuen. Immer jedes Jahr, ne? Dass das so ein bisschen weihnachtlich ist. Ja. Das ist ja wirklich, ich habe das in Brasilien mal gesehen. Also da sind auch die Häuser so total mit Lichterketten, ja, und so. Gut, das ist jetzt, es ist natürlich als auch ein bisschen amerikanisch, kann man sagen, ne? Ja. Ein bisschen amerikanisch. Was würden Sie denn sagen? Wie feiern Sie auch noch parallel, ich sag mal, typisch deutsch Weihnachten? Ja, also so, wie das die Amerikaner vielleicht nicht machen? Erster Weihnachtstag, zweite, Heiligabend gibt es bei uns. Nein, das ist klar, das, ne? Ist ja jetzt auch so gesetzlich geregelt, aber naja, so mit dem Tannenbaum, so bestimmte Sachen, würden Sie sagen, da gibt es bestimmte Rituale, die man jetzt so in Amerika vielleicht nicht so macht? Also, dass man irgendwie den Baum mit ganz besonderen, mit irgendwelchen bestimmten Kugeln schmückt oder da irgendwas singt, was die Amerikaner nicht singen vielleicht? Ja, wir singen klar, Deutsch. Die deutschen Texte. Ja, ich rede genau. Auch ein Quatsch heute. Wir singen nur deutsche Weihnachtslieder. Aber wir machen uns Weihnachten immer so schön wie möglich. Es geht und finanziell auch. Und wir beschmücken auch unsere Wohnung so schön von innen. Wenn Heiligabend, wenn der Baum steht. Aber was halten Sie denn davon, dass jetzt irgendwie monatelang vor Weihnachten schon die ganzen Lebkuchen und das ganze Zeug verkauft wird? Dass man quasi hat einem zu Weihnachten selber schlecht ist von den ganzen Sachen, weil man es nicht mehr sehen kann. Also wir essen, wir holen uns das, wir teilen uns das so ein, dass es uns nicht schlecht wird. Ich versuche das auch immer, weil Lebkuchen und Dominosteine, das ist einfach der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Und was fällt Ihnen denn für ein traditionelles Weihnachtslied ein? Mir ist übrigens eingefallen, Krippe. Krippe ist wahrscheinlich jetzt typisch deutsch, ja, dass man eine Krippe hat. Ja. Gibt es sonst noch was Weihnachtliches zu sehen, was Sie gerade schon vorbereiten? Oder ja, doch, in unserer Wohnung. Können wir da mal das Weihnachtliche, die Weihnachtliche? Ja, Sie können mal gerne unser Wohnzimmer betrachten, ja? Selbstverständlich. Dankeschön, dann kommen wir mal mit. Hallihallo. Hallo. Bitte schön, kein Problem. Ich stelle mal hier diesen Schirm an die Seite. Selbstverständlich. Das wird zum Running Gag mit diesem Schirm. Das ist ja der Schirm von Jan. Ein Riesenschirm. Bitte schön. So wie der Schirm, so. Hier haben wir schon Weihnachten auf jeden Fall. Hier ist unser ganz besonderes Highlight, ist natürlich unser Nikolaus. Okay. Ja, Sacken müssen reiten, ganzes Leben reiten. Mensch, das ist ja so ein bisschen hier viktorianisch mit den Figuren. Ja, hallo. Wie heißt der Kleine denn? Flash. Flash? Ja. Guck mal hier einmal bei den Onkel Hallo sagen. Feind den Onkel Hallo sagen. Der hat ein Käsebrot in der Tasche. Und ich sehe, ja, wir haben noch ein Baby bekommen, ja. Vor 15 Monaten. Oh, kann man da einmal ganz kurz. Leider nicht, schläft. Nein, endlich nicht. Okay, wenn sobald man die Türklinke anfasst, ist er wach.
Okay, nee, dann ansonsten lieb und nett, super, ja. Alles ja. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Dann sagen wir schönen Dank. Und dann haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen das Weihnachtswunderland kennengelernt. Ja. Tschüsschen. Irren jetzt hier durch die Gegend. Ich habe den Schirm vom Jan stehen lassen. Jan, jetzt hast du keinen mehr, ne? Auf, zeig mal. Ist das schlimm? Ja. Sag mal was in die Kamera für die Leute, dass die den schicken sollen. Falls ihr den Schirm uns schicken wollt, bitte schickt uns den Schirm. Ich hänge wirklich sehr daran. Ich kann nicht lügen. Ne, macht so bitte. Melodie kann man nicht erkennen, ne? Weiß man nicht, was das ist. Wir haben den Schirm vergessen, mein Michael. Gleich kommt das Auto hier rüber und fährt dem Jan den Popo weg. Ich habe gerade den Jan gesagt, für die weiblichen Fans vom Jan muss es dem nicht so sein, dass er quasi nur mit einer Badehose bekleidet mit der Kamera unterwegs ist, dass ich ab und zu ihm so einen Eimer Wasser darüber klatsche und dann selber die Kamera nehme und das Popöchen zeige. Einfach weil Sex sells. Sex sells. Das ist eigentlich das Einzige, was einen noch rettet. Sex sells. Große, dicke Klumpen der Erotik in das Programm implementiert und die Zärtlichkeit für einen Moment mal vergessen, dass man einfach sagt, so, zacko bello. Das sind auch Entscheidungen, die müssen getroffen werden. Hört doch auf, kommt nicht mit eurer Verrohung der Gesellschaft, ist doch sowieso alles schon, komm. So wie eben für die Kinder die Straße abgesperrt wurde, die haben für mich eine ganze Autobahn abgesperrt. Nur zu dem Zweck, dass ich hier eine billige Szene, die jetzt vielleicht auch rausgeschnitten wird, imitieren kann. Und zwar, ich selber imitiere ein Auto, was abbiegt und auf die Autobahn fährt. So, das machen wir mal ganz kurz. Machen wir mal ganz kurz hier. Dass du nachher aber zauberst, als wärst du hinter mir und ich wär's Auto, gehst du bitte mit der Kamera hinterher. Das können wir... Ne, das ist zwischen Jan und mir, sind das nur kurze Absprachen. Für einen Laien wäre das alles gar nicht zu schaffen. Mit Jan habe ich sowas aber schon tausendmal gemacht. Jan, wir sind soweit, ne? Ja, okay. Was ist das? Ich muss hier abbiegen. Ich muss den Blinker setzen. Ich möchte damit niemanden anstiften, eine solche Schlenkersituation in einer wirklichen Verkehrslage zu machen. Ich biege jetzt ab auf einer Autobahn. Wahnsinn! Das ist auch für uns alles abgesperrt worden. So. Jan, bist du soweit? Ja. Wir machen die Fahrgeschwindigkeit wird wieder evoziert. Es kann nachher theoretisch, wenn man möchte. Es gibt Zuschauer, die das Gequatsche zwischendurch nicht haben wollen. Die können das rausschneiden, eine kleine Blende oder es überlagern, dass man den Eindruck hat, immer noch in der Fahrt von eben zu sein und jetzt auf die Autobahn abzubiegen. Das ist der blanke Wahnsinn. Machen wir es bitte. So, dann bist du soweit. Jawohl. Gut. Konzentrier dich doch mal ein bisschen. Mann. Vorsicht hier, Stolper!
sind wir quasi auf der Autobahn. Wahnsinn, Wahnsinn, wir sind auf der Autobahn. Ich habe ein Auto gespielt. Fahr nicht stolpern. Dann fall da nicht runter, bitte. Teure Kamera. Jana hat gesagt, dieses Lamm war zwar lecker, aber das meldet sich immer wieder. Was heißt das im Klartext? Was heißt das denn? Sag doch mal. Man kann es riechen. Was sagst du vor den Zuschauern? Ja. Du willst doch sexy rüberkommen. Das ist doch ekelhaft. Wollen wir es rausschneiden oder lassen wir es? Soll die Zuschauer entscheiden. Zuschauer, ja, diese nicht. Interaktivität. Das ist schlimm. Ich habe ja ein bisschen Angst vor der Autobahn, ehrlich gesagt. Hier jetzt? Ja. Was soll denn passieren? Wir könnten da uns totfahren. Ja, komm. Wir drehen um. Wir sind quasi Geisterfahrer. Komm mit mir in die Autobahn. La 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 la. Ich spiele jetzt eine Computermaus. Jetzt sind wir noch verrückter. Richtig verrückt. Ach, der Kerl hat ja so lustige Ideen. Ich bin quasi eine Computermaus. Pass mal auf. Erzeug doch bitte mal den grafischen Eindruck, ich sei eine Computermaus. Bitte. Veronika Ferres. Wer klickt mich denn mal? Wo sind meine Knöpfe? Hier, da kann man klicken. Auf. Klick mal bitte doch. Dann schrei doch auch mal den Namen Veronika Ferres. Nein. Veronika Ferres! Da ist, so wie es sich anhört, eine türkische Hochzeit. Und da gucken wir jetzt mal, für euch, was wir zeigen können, liebe Zuschauer. Das ist eine Verlobungsfeier. Kannst du mich verstehen, Jan? Yeah!
gesagt, das ist eine türkische Hochzeit, das stimmt gar nicht. Das ist eine kurdische Verlobungsfeier von Frau Oma und Herrn Chico. Und ja, ich habe sowas noch nie mitgemacht und habe eben mal so ein bisschen getanzt. Das ist ja toll, wie ihr gefeiert. Wann heiratet ihr denn? Was ist denn der Unterschied zwischen einer türkischen und einer kurdischen Hochzeit? Es gibt eigentlich keinen Unterschied, ist eigentlich fast. Also bei einer türkischen Hochzeit, das haben wir schon mal im Fernsehen gesehen, da wird dann dem Brautpaar immer so Geld zugesteckt und so. Und das ist aber jetzt auch schon eine ziemlich große Feier. Eine Hochzeit wird noch mal viel größer. Ja, wird noch mal größer. Wie viele Leute laden Sie denn zur Hochzeit ein? Ungefähr bis 500 Leute. 500 Leute? Wow. Okay, ja, danke, dass wir kurz mal dabei sein durften, dass wir es einfach mal den Zuschauern zeigen durften, wie bei Ihnen gefeiert wird. Und alles Gute. Sind wir hier in Tannenbusch gelandet und ich habe gerade von euch gehört, was sagt ihr, das ist hier das Ghetto? Hier das ist das Ghetto aus Bonn, die schlimmste Gegend hier in Bonn. Was ist denn hier so schlimm? Wieso ist das also schlimm? Alles. Also hier wohnen die Zuhälter, die Drogendealer. Nee, jetzt haben wir jetzt noch. Das ist ohne Quatsch. Ja, klar, ich rede ernst. Das ist hier, und hier wohnen also 80% nur Ausländer. Ja, und haben kein Ziel im Kopf. Wohnt ihr auch hier? Wir wohnen ja auch hier. Aber ihr habt Ziele? Ich hab ein Ziel, ja. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist... Nee, jetzt warte mal, ist mal... Also mein Ziel ist, vernünftigen Job zu haben, eine Familie zu haben und dann zu Kuba aufbauen. Was machst du gerade? Machst du gerade noch eine Ausbildung? Lehre. Als was? Ja, als Koch. Ja, geil. Ja, klar. Du doch gerade mit den Kochsendungen und so. Geil. Ja, ja. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil ich kann nämlich nicht kochen. Ich bin immer beim Freund, das ist auch der Markus mit dem Ben, der kocht mich immer zu. Was kochst du denn? Was sind so deine Spezialitäten? Ich kann Nudeln immer weiter essen. Immer ja, aber so speziell, da gibt es ja natürlich nochmal mit... Nudeln alla Anitra, Tagliatelle, Formaggi und... Ja. Italiano. Ja, italienische Küche. Und du? Was ist so dein Ding, was willst du? Döner. Also ich gehe gerade auf der Amras-Schule hier, will ich meine Fachoberschulreife nachholen und danach meine Ausbildung als Hotelkaufmann beginnen. Okay, das wird dann vorgenommen. Das ist ja heutzutage... Ist ja nicht so leicht mit den Lehrstellen. Ja. Was ist bei dir? Genau dasselbe. Auch Hotelfachfrau. Hotelfachfrau. Geil. Okay. Ja, viel Glück. Erzählt mir dann mal ein bisschen was hier über die Gegend. Was ist also hier die da Gegend ist hier, also jetzt in der Zeit, wo wir hier stehen, sind 3 Zivilautos vorbeigefahren. Die habe ich gesehen. Ach so, Zivilpolizei. Ja. Ja, genau. Und in jeder Ecke sind sie Motorradpolizisten, ein Polizisten oder ein Zivilauto. Jetzt höre ich dir gerade noch so die Gangstergeschichten. Also sag das nochmal, was ist also hier? Also genau hier, das ist, sehen Sie die Straße, die geht von der Brücke bis der Hütten zu der Buschowa Brücke. Das ist der harmlose Bereich aus Tannenbusch. Mhm. Und alles, was hier und darunter... Was ist der harmlose Bereich? Also das ist der Liebe-Bereich. Das ist der Liebe-Bereich. Harmlos, lieb, macht nichts Spaß, das. Locker leben, geil. Und hier sind 80% Deutsche. So, die Straße runter, da hinten ist noch eine Brücke, da ist ein Kreis von Tannenbusch. Alles, was hier runter ist, fängt der Drogenhandel an. Aber man kann doch nicht sagen, die Deutschen sind lieb also und die meisten, Migranten und die Ausländer sind scheiße. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich meine 80%, weil hier, das sind die meisten sind Türken und die wollen immer zusammenbleiben. Was bist du denn für eine Nationalität? Ich bin ein Marokkaner. Und was unterscheidet dich denn von einem Deutschen und von einem Türken? Ja, die Haarfarbe. Aber guck, ich meine... Ja, nein, da ist kein Unterschied. Das alles stimmt. Menschen wie du und ich, alles die Menschen, haben unterschiedliche genau. Ich sage ja, alles sind gute Leute. Ja, also hier ist auch ein sehr großer Zusammenhalt. Ja. Halt, wenn ich jetzt eine Schlägerei hätte mit 50 Mann, ich würde da hingehen, sage ich, Jungs, komm mir mal helfen, habe ich 100 Mann hinter mir stehen. Mich heute mit das wenn ihr wollt, hier. Kann man ja mal was präsentieren, wenn ihr mal wollt. Nee, ja, nee. Präsentieren wir tun mir nichts. Aber genau hier, also hier fängt alles an. Das Schlimme und halt... Wie soll ich das sagen? Und. Hier hatten wir früher einen Hurenstrich. Hier war früher ein Strich. Hat die Polizei zugesetzt. Ja, und wenn Sie jetzt Tambusch Mitte fahren, dann sehen Sie auch in immer klein 10 Mann Gruppen stehen, so in der Ecke, da in der Ecke, da in der Ecke, da. Und also ist alles etwas harmloser geworden. Früher war es also sehr schlimm. Da gehen wir, glaube ich, jetzt zu Fuß doch nicht hin. Das brauchen wir nicht. Das gibt es ja woanders im Fernsehen schon. Genau. Nee, ich fand das schön, dass wir euch getroffen haben, dass ihr ein bisschen erzählt habt.
Kein Problem. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche euch tschüss, meine Fans. Sachen gefahren. Wenn ihr was braucht, DDK. Im Internet. DDK for life, TBC. Top. Herzlichen Dank, dass Sie diesmal wieder dabei waren bei Episode 9. Und das nächste Mal kommt schon ein kleines Jubiläum, das ist nämlich Episode 10. Bitte wieder einschalten, wieder dabei sein oder downloaden oder whatever. Das ist ja vielleicht, das wird ja in einer Zeit gesendet, wo das vielleicht auf den Uhren schon gezeigt wird. Man weiß das nicht. Ich bedanke mich. Eine schöne Zeit noch.